um dem Ganzen nur ein bisschen Ironie abzugewinnen. Wenn ich behaupten könnte, Long-Covid zu haben. Nee, ich hab nur Long-MS und einen Herrn Dr. Uthoff, der ziemlich ungestüm meinen Mustang versucht einzureiten. Autsch! Besonders elegant stellt er sich dabei leider nicht an. Tröstet es, wenn ich euch jetzt mitteile, dass mir dieses Dauergejammere und Dauerlamentieren wirklich schon selbst so dermaßen auf den Keks geht. Aber es nimmt kein Ende. Und hätte ich nicht meine Filme, hätte ich auch kein Gedächtnis. Also mit Beginn der neuen MS-Therapie. Mir geht's so beschissen. Sebastian meinte heute ganz lapidar. Ja, wahrscheinlich bist du in der Menopause angekommen. Ja, ich würde es ja nicht mal merken, wenn meine Tage ausbleiben. Das ist der Vorteil. Und was mich an der Zahnspange total ankotzt, ist, dass ich ständig beim Sprechen so ekelhafte Schmatz-Kack-Geräusche. Das fand ich bei meiner Mutter, habe ich es immer moniert. So, boah, du schmatzt, du knackst so komisch beim Sprechen. Jetzt bin ich auch so. Ist es nicht schön, dass man dann irgendwann das, was man an seinen Eltern gehasst hat, an sich selbst entdecken muss? Führt das nicht zu allgemeinen Völkerverständigung? Aber worauf ich hinaus wollte, ist, das ist ein Dauerzustand. Ich komme von den 37 nicht runter. Vorgestern habe ich es ganz kurz auf 36,6 geschafft und sofort merkte ich, dass es mir besser ging. Aber jetzt reitet Herr Dr. Uthoff wieder meinen Mustang. Gleich wieder ein schönes Wortspiel. Ersonnen, kreiert. Beim Gucken meiner alten Filme ist mir aufgefallen, dass ich mich früher viel gewählter und schöner und poetischer ausgedrückt habe. War aber auch dem Umstand geschuldet, dass ich in einem Dauerrauschzustand war, der meine Suizidgedanken ungemein angeheizt hat.